Inspiriert. Jetzt ist das ja so. Für den Schaffen brauchst du doch eine gewisse Inspiration. Solch eine Inspiration kann ganz unterschiedliche Quellen haben. Schön, wenn sich ein richtiges Gefühl dazu gesellt. Bei doppelter Wirkung. Dazu zum Beispiel den Unternehmer. Getrieben vom Drang nach Neuem. Seine Quelle? Gleichgesinnte, die ihn bestärken, mit ihm spinnen, begeistert sind, aktivieren. Unaufhörlich. Genau, was er braucht, um neue Ideen hervorzubringen. Ganz unbesperrt und frei. Für den Künstler ist die Quelle schon schwerer auszumachen, weil auf den ersten Blick jetzt nicht zugleich und so unbedingt das wohlige Gefühl. In jedem Fall aber, weißt du, ich mag es, wenn mich etwas berührt. Nur ein kleiner Moment, vielleicht ein vertrautes Lächeln, vielleicht eine Geste, ein gefühlvolles Lied. Bin dann inspiriert zu schreiben, der Berührung Ausdruck zu verleihen. Ist ein bisschen so, als ob ich etwas zurückgebe. Wie sieht das bei dir aus? Warum tust du, was du tust, wie du es tust? Wann fühlst du dich inspiriert? Sag.